Wenn Hauskatze Muzi sprechen könnte, sie hätte bestimmt viel zu erzählen, was es am Hof von Erich Käser und Diana Eckmüller alles zu sehen gibt. Und gemeint sind damit nicht etwa die Kühe oder blühenden Obstbäume rund ums Haus. Vielmehr die auffallend vielen technischen Einheiten, wie die 8 Quadratmeter große Solaranlage auf dem Dach, der Schaltholzvergaser samt Pufferspeicher im Keller oder die jeweils nach Osten, Westen und Süden hin ausgerichteten Photovoltaikplatten. Die Technikaffinität liegt Erich Käser quasi von Berufswegen im Blut. Als Fachkraft für Energiemanagement weiß er ganz genau, wo er die Stellschrauben drehen muss, um seinen Traum zu verwirklichen. Unser Ziel ist, annähernd autark zu sein und mit dem Eigenstrom und mit der Wärme unabhängig sein, dass man annähernd 100% sich selber versorgen kann. Mein Wesen oder das Wesen von unserer Familie, es muss sich nicht immer rentieren, sondern es kann auch sein, dass man etwas macht, weil es einem gut tut, weil man dahinter steht. Bodenständig und dennoch innovativ. Seit 2006 bis zum heutigen Tag und darüber hinaus. Mehr als 85.000 Euro haben die beiden in ihre nachhaltige kleinbäuerliche Landwirtschaft bisher investiert. Ende 2018 unter anderem in ein Elektroauto. Der ganze Stolz von Erich Käser. Der E-Golf ist mittlerweile unser Hauptauto und ich pendle damit 50 Kilometer täglich in die Arbeit und schaffe es momentan bei der derzeitigen Jahreszeit, dass ich zu 100% mit meinem Eigenstrom das Auto laden kann. Hier bleibt sogar noch so viel Energie übrig, dass davon ab sofort auch noch ein Einachs-Mähtraktor, selbstverständlich in E-Ausführung, auf dem Hof betrieben werden kann. Stillstand ist Rückschritt. Getreu diesem Credo wollen die beiden auch in Zukunft weitermachen und anderen damit zeigen, dass es sich lohnt, nachhaltig zu handeln.